Jetzt lernen wir einen Walzer, den so gut wie jeder kennt, und zwar den Schneewalzer. Eingeteilt wird dieses Stück in eine Einleitung, einen ersten, zweiten und dritten Teil. Wir starten jetzt mit der Einleitung. Zur Orientierung legen wir den dritten Finger auf den Gleichton der zweiten Reihe. Die Einleitung startet auf Zug mit dem Gleichton. Und wir starten mit einem Auftakt. Bevor wir das Stück im Rhythmus lernen, werde ich euch jeden Griff Schritt für Schritt und einzeln zeigen. Also wie gesagt, auf Zug mit einem Auftakt und zwar nur mit dem Gleichton. Wir beginnen langsam. Darauf nochmal als punktierte Viertelnote, also 1. 2, darauf fünfter Finger in der ersten Reihe, der wird schnell gespielt und gleich darauf wieder der Gleichton. Also, alles zusammen klingt dann so. 1, 2 und 3. Der dritte Finger bleibt, fünfter Finger in die dritte Reihe, ein Quergriff. Und darauf 2 und 5 in der zweiten Reihe. Wir drücken und spielen den zweiten, dritten und vierten Finger zugleich. Und das war dann schon die gesamte Einleitung. Und diese spielen wir jetzt noch im Rhythmus. Also dritter Finger auf den Gleichton der zweiten Reihe. Und wir starten auf Zug mit dem Auftakt. 1, 2. Drücken. Und weiter geht es mit dem ersten Teil. Zur Orientierung legen wir wieder den dritten Finger auf den Gleichton der zweiten Reihe. Wir starten dieses Mal auf Druck mit den Daumen in der zweiten Reihe. Und wir starten wieder mit einem Auftakt. Der Auftakt besteht aus Daumen zweite Reihe und darauf dritter Finger erste Reihe. Also, beginnen wir nochmal. Daumen in der zweiten Reihe und wir starten, wie schon gesagt, auf Druck. Darauf dritter Finger, erste Reihe. 1 und 2, zweite Reihe. 2, 3. 1, 2. 2, 3. Und wieder 1, 2. In die erste Reihe und wieder zurück. Wir ziehen und der Daumen lässt nun einen Knopf frei. Nur der Gleichton, dritter Finger. Wieder 1 und 2, Daumen lässt einen Knopf frei. Wieder nur der Gleichton. Und wieder 1 und 2. Nur der Gleichton. Darauf fünfter Finger, erste Reihe. 3, 4, zweite Reihe. Jetzt Achtung, vierter Finger bleibt liegen, fünfter Finger lässt einen Knopf frei. Und wem dieser Griff nicht so passt, der kann auch statt den vierten Finger den dritten Finger nehmen, also 3 und 5. Starten wir nochmal von Gleichton. Also, fünfter Finger, erste Reihe, 3 und 4, zweite Reihe, vierter Finger bleibt, fünfter Finger lässt einen Knopf frei, wieder 3, 4,
Wieder 4, 5. 3, 4. Der Gabelgriff mit 2 und 5, zweiter Finger, zweite Reihe, fünfter Finger, erste Reihe. 3, 4, zweite Reihe. Und weiter geht es dann Aufdruck mit 2 und 4. 3, 5. 2, 4. 2, 3, 5 in der dritten Reihe. Und darauf in der zweiten Reihe. Und dann sehen wir wieder den Auftakt. Also Daumen und darauf dritter Finger, erste Reihe. Und dann sehen wir das Wiederholungszeichen. Also wir spielen diesen Teil nochmal. 1 und 2. 2, 3. 1, 2. 2, 3. 1, 2. In die erste Reihe, wieder zurück. Wir ziehen, der Daumen lässt einen Knopf frei. Nur der Gleichton, wieder 1, 2. Nur der Gleichton, 1, 2. Drei, also der Gleichton. 5, erste Reihe, 3, 4 in der zweiten Reihe, vierter Finger bleibt, fünfter Finger lässt einen Knopf frei. 3, 4, wieder 4, 5, 3, 4. Und jetzt spielen wir das zweite Haus, also Gabelgriff, zweimal. Darauf, dritter Finger auf den Gleichton. Und jetzt spielen wir dasselbe wie bei der Einleitung. Also, Gleichton, fünfter Finger in der ersten Reihe und darauf wieder Gleichton. Dritter Finger bleibt, fünfter Finger, dritte Reihe. 2, 5, zweite Reihe. Und darauf Aufdruck 2, 3 und 4. Und das war jetzt der gesamte erste Teil. Und diesen lernen wir jetzt noch im Rhythmus. Also zur Orientierung dritter Finger auf den Gleichton der zweiten Reihe. Und wir starten Aufdruck mit dem Auftakt, also Daumen in der zweiten Reihe, dritter Finger in der ersten Reihe. 1, 2, 3, 1. 10. Drücken.
ziehen. Drücken. Und weiter geht es mit dem zweiten Teil. Zur Orientierung legen wir den dritten Finger auf den Gleichton der zweiten Reihe. Der zweite Teil beginnt auf Druck mit einem Auftakt. Dieser Auftakt besteht aus zweiten Finger, darauf dritter Finger. Bevor wir diesen Teil im Rhythmus lernen, werde ich euch wieder jeden Griff Schritt für Schritt und einzeln zeigen. Also, wie gesagt, auf Druck zweiter Finger, darauf dritter Finger und darauf ziehen wir und spielen 1, 2 und 4. In der dritten Reihe. Eins und zwei bleibt fünfter Finger in der zweiten Reihe. Eins und zwei bleibt immer noch fünfter Finger einen Knopf nach unten. Und darauf wieder eins, zwei, vier, dritte Reihe. Weiter geht es auf Druck mit 2 und 3, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 2, 3. In die zweite Reihe, dritte Reihe. Wir ziehen und spielen 3, 4, zweite Reihe. Gabelgriff mit 2 und 5. Zweiter Finger bleibt, Daumen lässt einen Knopf frei. Nur der Gleichton, dritter Finger. 3, 4. Und weiter geht es auf Druck mit 2, 3, dritte Reihe. Zweite Reihe. 1 und 2. Und darauf spielen wir wieder dasselbe. Also zweiter Finger, dritter Finger und weiter geht es dann auf Zug 1, 2, 4, dritte Reihe. 1, 2 bleibt, fünfter Finger, zweite Reihe. 1, 2 bleibt, fünfter Finger, einen Knopf nach unten. Und darauf wieder 1, 2, 4, dritte Reihe. Weiter geht es auf Druck, 2 und 3, dritte Reihe. 3, 4, 2, 3, 3, 4, 2, 3. Zweite Reihe, dritte Reihe und darauf ziehen wir 3, 4, zweite Reihe. Gabelgriff mit 2 und 5, nur der Gleichton, 3, 4, Gabelgriff und darauf wieder nur der Gleichton. Jetzt spielen wir dasselbe wie bei der Einleitung. Also, nochmal,
Fünfter Finger erste Reihe, der wird schnell gespielt, gleich darauf wieder Gleichton der zweiten Reihe. Der Quergriff mit Gleichton dritter Finger, fünfter Finger in der dritten Reihe. 2, 5, zweite Reihe. Und darauf Aufdruck der Schluss mit 2, 3 und 4 in der zweiten Reihe. Und das war dann der gesamte zweite Teil. Und diesen spielen wir jetzt noch im Rhythmus. Also zur Orientierung. Dritter Finger auf den Gleichton der zweiten Reihe. Und wir starten auf Druck vom Auftakt. Also zweiter und darauf dritter Finger. 1, 2, 3, 1. Ziehen. Drücken. Ziehen. Drücken. Ziehen. Drücken. Ziehen. Drücken. Und weiter geht es mit dem dritten und letzten Teil. Zur Orientierung legen wir den dritten Finger auf den Gleichton der dritten Reihe. Dieser Teil beginnt auf Druck wieder mit einem Auftakt. Und dieser Auftakt besteht aus dritter Finger und darauf 2, 3 und 4 in der dritten Reihe. Auch hier wieder, bevor wir diesen Teil im Rhythmus spielen, werde ich euch jeden Griff Schritt für Schritt und einzeln zeigen. Also wie gesagt, auf Druck dritter Finger, darauf 2, 3, 4. Wir ziehen und spielen 3, 4 in der dritten Reihe. Gabelgriff mit 2 und 5, zweiter Finger dritte Reihe, fünfter Finger zweite Reihe. 1, 2, vierte Reihe. Und wer keine vierte Reihe besitzt, der spielt statt 1 und 2, 4 und 5 in der ersten Reihe. Beginnen wir nochmal. Also dritter Finger auf den Gleichton. Wir starten auf Zug mit 3 und 4. Gabel 2, 5.
1, 2, vierte Reihe, dritte Reihe. Weiter geht es dann auf Druck. 2, 3. Nochmal. 1, 2. Wir ziehen. Der Daumen lässt einen Knopf frei. 2, 3. Nochmal. Daumen lässt einen Knopf frei. 1 und 2. Und weiter geht es auf Druck. Der Daumen schließt sich. 2, 3. Dann spielen wir wieder dasselbe. Nur der dritte Finger. 2, 3, 4. Wir ziehen. 3 und 4. Gabelgriff mit 2 und 5. In die vierte Reihe mit 1 und 2. Merkt euch, wer keine vierte Reihe besitzt, der spielt 4, 5 in der ersten Reihe. Diese beiden Griffe klingen gleich. Also starten wir nochmal Aufzug mit 3 und 4. Gabel 2, 5. Vierte Reihe 1, 2. Dritte Reihe. Und weiter geht es auf Druck. 2, 3. 1, 2. 2, 3. Und dann mit 2, 3 in die vierte Reihe. Pause. Und auch hier wieder, wer keine vierte Reihe besitzt, der spielt diesen Griff auf Zug mit 2 und 5. Also der Gabelgriff, zweiter Finger, dritte Reihe, fünfter Finger in der zweiten Reihe. Auf Zug. Und nochmal für Vierreige, Aufdruck 2, 3 in der vierten Reihe. Wir ziehen 3 und 4, dritte Reihe. Pause. Und dann Aufdruck der Schluss mit 2, 3 und 4. Darauf sehen wir wieder den Auftakt und dann das Wiederholungszeichen. Also wir haben gerade das erste Haus gespielt. Die Wiederholung spielen wir jetzt im Rhythmus. Also wir starten vom Auftakt im ersten Haus, der dritte Finger und darauf 2, 3. Und 4. 1, 2, 3, 1. Ziehen. Drücken. Ziehen. Drücken. Ziehen. Drücken. Pause, ziehen, Pause, drücken, Pause, auf der linken Seite sehen wir die Benennung der einzelnen Basstasten. Diese werden ganz einfach nach den A, B, C, D, E, F, G und H benannt. Auf der rechten Seite sehen wir die Bassbelegung oder das Basssystem, welches in meiner Harmonika verbaut ist, also wie die einzelnen Basstasten klingen sollten.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, welche Bassbelegung eure Ziehharmonika hat, empfehle ich euch, bei eurem Harmonika-Hersteller oder auch bei einem Harmonika-Lehrer nachzufragen. Diese können euch bestimmt weiterhelfen. Jetzt sehen wir uns noch die Bassseite an. Für dieses Stück benötigen wir einen typischen Walzerbass. Wir benötigen also immer einen Großbuchstaben, darauf zwei Kleinbuchstaben. Wieder ein Großbuchstabe und darauf zwei Kleinbuchstaben. Wir benötigen die beiden B-Bässe und als Wechselbass das große A. Die beiden C-Bässe, als Wechselbass das große B. Und die beiden D-Bässe. Wir werden auch einen typischen Bassgang finden. Dieser besteht aus großem B, vierter Finger, zweiter Finger großes A, dritter Finger großes G und beide B-Bässe. Denselben Bassgang finden wir beim dritten Teil. Hier besteht dieser aus großem C, großes B, zweiter Finger, großes F, dritter Finger und beiden C-Bässen. Wir spielen jetzt das gesamte Stück einmal im Rhythmus durch. 1, 2, 3, 1, 2. Yeah.